ist der scheiß Eingang. Boah, wo ist denn der Eingang? Ich gehe jetzt schon das ganze Haus hier rum. Hier ist ein Eingang. Schauen wir mal eben schnell. Boah, ich bin so müde. Ich will gerade überall schlafen. Ah, hier ist schon der Eingang. Ah, herzlich willkommen. Kommen Sie rein. Ihr Name war? Bernd. Bernd, Sie haben reserviert? Ja, ich habe reserviert. Alles klar, guck mal kurz. Ja, da steht's. Ja, wollen Sie sich erstmal hier umsehen oder soll ich Sie gleich hier im Zimmer bringen? Ja, wir können kurz umsehen, aber ich bin ziemlich müde, also... Okay, dann machen wir es kurz. Okay. Ich zeige Ihnen alles Wichtige. Frühstück ist von 6:30 bis 7, wie immer halt, ne? Und da müssen Sie sich allerdings mit auf Ihr Zimmer nehmen. Wegen Coronavirus dürfen wir leider zurzeit nicht... Okay, alles klar. Kommen Sie mal mit. Ich frage mich nur, warum ist denn alles so karg hier? Seid ihr Bruder? Ja, kann ich Ihnen gleich zeigen, wenn wir gleich vorne am Haupteingang sind. Okay. Ich habe auch schon gewundert, warum muss ich hier hinten oben? Also ja, wie gesagt, wir bauen gerade um. Jetzt gerade hier zur Corona-Zeit ist nicht so viel los. Da hat man die Zeit, da kann man das mal machen. Das Geld ist im Überfluss da. Wir haben weniger Gäste, die Gäste essen weniger, deswegen haben wir auch mehr Geld. Verstehen Sie? Verstehe ich. Okay. So, kommen Sie mal kurz hier rein. Hier haben Sie ein bisschen was liegen lassen. Also nee, das gucken Sie sich das mal genau an. Sehen Sie das? Das ist für draußen. Da machen wir später. Also, ich zeige Ihnen das. Kommen Sie mal hier um die Ecke, dann können Sie das alles besser sehen. So, gucken Sie sich das an. Das hier ist der Haupteingang. Und jetzt schauen Sie mal hier raus. Und was sehen Sie da? Ja, eine Tankstelle. Eine Tankstelle. Wenn Sie jetzt hier in unser schönes Apartment kommen wollen, wollen Sie da an der Tankstelle vorbei oder wollen Sie lieber durch die Natur? Ja, boah, ist schwer zu sagen. Ja, ganz genau. Umweg ist natürlich immer nicht gut, aber Natur ist auch nicht schlecht. Ganz genau. Deswegen, Parkplätze werden ab sofort hier vorne sein und dann geht man hinten rum. Und das mit dem Unkraut, was Sie da gesehen haben, was Sie ja wirklich als Unkraut bezeichnet haben, das ist eine Frechheit, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Gerade in der heutigen Zeit, in der heutigen Konsumgesellschaft, finde ich, gibt es nichts Wichtigeres, als auch mal ein bisschen an die Natur zu denken. Und die Pflanzen können auch so wachsen, wie die Pflanzen wachsen möchten. Okay, für CO2-Bilanz verstehe ich es. Ganz genau. Wir müssen überlegen, hier ist die Tankstelle. Das muss ein bisschen ausgeglichen werden. Ja, okay. So, hier unten gibt es auch gar nicht mehr so viel zu sehen. Dann gehen wir einen nach oben. Ja. Der Teppich gefällt mir. Das war ein bisschen komischerweise dreckig. Haben Sie keine Putzfrau? Die Putzfrau, die hat Corona. Und die hat Corona. Dreckig ist der Teppich nicht. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Sehen Sie das hier, was hier liegt alles? Ja. Wir gucken uns mal hier die Wände an. Das ist alles nur vom Haus. Also ob es jetzt an der Wand ist oder auf dem Boden, das spielt keine Rolle. Ja, okay, verstehe ich. Und zum Thema Dreck kann ich Ihnen nochmal sagen, ist bekloppt. Gucken Sie sich das mal hier an. Hier haben Sie ein gewisses, das ist der sogenannte Mosaikteppich. Ja, ich glaube, das ist eher ein Fenster, aber... Nee, das ist ein Mosaikteppich. Und das Geile ist, jetzt passen Sie mal auf, Sie können das Mosaikmuster so anordnen, wie für Sie das am besten ist. Hier ist ein Feuerlöscher. Aber da gestern gebrannt hat, ist der weg. Okay, wo hat es denn gebrannt? Im Zimmer Nummer 12. Oh. Ja. Ich glaube, hier kommen wir von der Decke. Nee. Kommen Sie mal genau her, ich zeige Ihnen das. Wenn Sie jetzt von hier gucken, gucken Sie mal hier die Decke an. Da sehen Sie, das ist eine schöne Tapete. Das sehen Sie, ne? Ja. Und jetzt gucken Sie mal hier oben, ist auch eine Tapete. Das bedeutet, das hier ist ein Vorhang. Das hier ist eigentlich ein Einzelzimmer gewesen, aber es gibt Leute, die haben nicht so viel Geld, das sind so Rucksack-Touristen, meistens haben die YouTube-Kanäle mit 302 Abonnenten. Die kommen dann hier hin, wollen ein Zimmer, wollen aber nur ein Zimmer haben, für zwei Leute. Deswegen haben wir das so gemacht, den hier, da kann man dran ziehen, hat man den Vorhang. Einer kann hier schlafen, einer kann da schlafen. Ah, okay. Also nicht schlecht gelöst. Nee, ist ganz gut. Also da haben wir uns auch überlegt, gerade auch, wie gesagt, für unsere Gäste mit wenigen Abonnenten, ist das ganz angenehm. Kommst du mal hier, ich zeige dir mal die anderen Zimmer. Das hier ist zum Beispiel unser Zimmer für die Suizidgefährdeten. Woran erkennt man das? Ganz klar. Ja, die Fenster sind abgeriegelt. Das ist alles abgeriegelt, natürlich. Aber wir hier im Hotel Arschritze möchten jedem einen zu Hause geben. Hier war ganz klar schon Waldzimmer, das ist klar gehalten, Klopapier, muss aufgefüllt werden. In der Corona-Zeit schwierig mit dem Klopapier, wissen Sie selber. Hier mal ein Spiegel, ganz normal Waschbecken. Das ist ziemlich braun, also ich kenne die Porzellandinger nur in Weiß. Ja, normalerweise, aber wie gesagt, hier ist das in der Konsumgesellschaft ist normal langweilig geworden. Man muss kreativ denken. Nur so kann man Erfolg im Leben haben. Das kann ich Ihnen jetzt hier auch mal beweisen. Ich muss mal kurz hier rein. Wie geht es hier zu sagen? Ganz normales Zimmer, ganz normale Vorhänge. Hier ist die Badewanne und Dusche und alles Mögliche. Okay. Kann man jetzt
haben wir jetzt zwei Eingänge. Genau, das wird ja jetzt geblockt. Pass mal auf. Okay. Sie müssen das jetzt so vorstellen. Sie haben ja gesehen, von hier sind wir gekommen, hier ist der Eingang. Da ist ein Zimmer, da ist ein Zimmer, da ist ein Zimmer und hier ist der Flur. Das heißt also, wenn Sie mal ganz dringend müssen und Ihr Zimmerpartner, weil Sie sich ein günstiges Zimmer genommen haben und nur ein Badezimmer haben, ist gerade am Wursten. Da ist jemand im Zimmer, der schläft. Sie wollen aber bei Ihnen scheißen gehen. Dann gehen Sie einfach hier hoch. Lassen Sie die Tür zu, dann brauchen Sie die Kollegen dann weg. Okay. Aber Sie sind ja alleine hier eingereist, denke ich, oder? Ja, ich bin allein. Okay, dann haben Sie ja kein Problem mit. Ja, komm, ich will Sie gar nicht langweilen. Das Zimmer hier, das ist schon reserviert. Ein Mr. Potter hat er angerufen. Keine Ahnung, aber gut. Komm doch mit nach oben. Sieht jetzt ja, ein bisschen beengt aus, finde ich. Aber hier oben sieht man die Bäder, man kennt. Die gucken raus. Weil du hast hier alte Mauern. Du hast die achten mal. Hör mal. Man hört, Stabilität ist vom Feinsten da. Das ist nichts, ist Beton. Und deswegen, normale WLAN-Router reicht nicht. Wir haben hier die Antennen durch die Decke. Die strahlen hier das Zimmer. Hier ein Draht für hier das Zimmer. Alles klar. Ist das nicht irgendwie ein bisschen gefährlich? Gefährlich? Ja. Mit der Augen, mit der Alu-Hüte rumläuft, ne? Mit der 5G-Verschwörung. Zeigen Sie mir einfach mein Zimmer, das ist, glaube ich, besser. Ja, also Ihr Zimmer ist hier, aber bevor Sie da reingehen, möchte ich Ihnen noch zeigen, wenn Sie ein bisschen mehr Privatsphäre brauchen, dann können Sie auch ruhig eine Tür mehr zu machen. Wir haben Ihnen hier extra eine bereitgestellt. Hier ist Zimmer Nummer 10. Das Zimmer ist heute auch belegt. Der Kollege ist gerade noch nicht da. Hier ist ein bisschen mit reingekommen. Da war das Fenster. Ist rausgekommen. Also der Kollege hat irgendwas behauptet, er ist Spider-Man und dann war er weg. Der wird wieder wiederkommen. Der hat irgendwas von Dr. Octopus erzählt. Kenne ich mich nicht mit aus. Okay. Hier haben Sie noch Stauraum, ganz klassischer Stauraum. Ah. Aber komm, jetzt zeige ich mal Ihr Zimmer. Sie haben ja gesagt, Sie sind müde. So, machen wir die Tür mal ein bisschen zu. Und hier haben wir es. Das Zimmer Nummer 12. So, das Gute ist, wenn Sie reinkommen und merken, Sie stinken, dann können Sie hier schon im Flur duschen gehen. Das ist ziemlich praktisch. Weil im Badezimmer. Okay, aber da fehlt die Armatur. Ist doch dran. Sie drehen auf das Wasser und dann kommt das hier raus. Das ist gar kein Problem. Wasser drehen Sie hier auf. Okay. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich bin da dabei. Ja, aber wie gesagt, ich mache den Job seit Jahren. Das ist nicht dein erstes Zimmer, was ich hier hier ist keine Armatur, aber da brauchen wir auch keine, ne? Die brauchen wir keine. Sie können sehen, hier können Sie mit Wasser voll machen und dann können Sie sich quasi das Ding nehmen und über die Birne kippen quasi. Und was fällt Ihnen auf? Was hat Ihr Zimmer als einziges Zimmer nicht? Gucken Sie mal nach. Hier ist eine Lampe. Lampe hat es ja, aber was hat Ihr Zimmer denn nicht, was die anderen Zimmer nicht hat? Ein Fernseher, ein Bett, ein Couch, ein Stuhl. Also das ist wieder hier ein Luxusproblem, ne? Hier fehlt die Toilette. Deswegen habe ich unten gerade gezeigt, wie Sie bei den Kollegen unauffällig Karten nehmen können. Aber deswegen haben wir hier auch, kann ich Ihnen zeigen, das ist der sogenannte Nachttopf. Kennst du vielleicht? Sie nehmen kann einfach, auch. Sie nehmen einfach quasi schnell hier hin. Dann hocken Sie sich so hin. Ja, und dann, wenn die Natur ruft, dann ruft die Natur. Okay. Also da taucht es ziemlich naturlastgelassen. Natürlich, natürlich. Gerade für unsere Öko-Freunde ist das gut. Und alle jetzt, gerade jetzt bei dem ganzen Corona-Stress, Maske hier, PPF2-Maske da, da brauchen wir nochmal ein bisschen Abwechslung, haben wir uns gedacht. Hier haben wir den Schornstein. Wenn Sie Raucher sind, weiß ich, rauchen Sie? Nee. No Joints, oder? Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Hier hinstellen und dann zieht dann oben weg. Der Kollege beim letzten Mal hat sich nämlich hier hingestellt am Fenster und hat hier geraucht. Ja, dabei ist leider ein Brand ausgelöst worden. In den Vorhängen. Die Vorhänge haben wir schon ersetzt. Aber, okay. Naja. Ja, Sie können das Fenster hier auch öffnen quasi. Gehen Sie einfach hier hin, machen Sie auf. Er klemmt manchmal ein bisschen, ist ja sehr rustikal. Ich lasse jetzt mal zu. Ist kein alles sehr schön, was Sie da erzählen, aber wie gesagt, ich wollte gerne ein Bett haben. Ich bin sehr müde und ich will einfach wirklich auf dem Boden schlafen. Also nee, auf dem Boden, da müssen Sie nicht schlafen. Ich zeige Ihnen das. Kommen Sie mal mit. Die Vorhänge merken Sie sich bitte, die brauchen wir gleich. Okay. So. Sie nehmen gleich das hier. Okay. Die Vorhänge, die hier liegen. Und dann spannen Sie die Vorhänge einfach hier am Bettrahmen ein. Wie gesagt, ist jetzt nicht das größte Bett,
Aber ist besser als überhaupt nichts. Das nehmen wir dann quasi gleich mit rüber, packen nach dahin. Also ich bin langsam echt nicht mehr. Ich weiß jetzt schon, warum sie einen Stern nur haben. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass hier überhaupt jemand jemals geschlafen hat. Ja, also ich wohne seit Monaten hier. Also hier, das ist alles, hier liegt noch ein Brauseschlauch rum, hier ist keine Armatur dran. Also hier ist kein Wert drin, nicht mal irgendwas drin. Hier können Sie auch noch mal durchfegen. Nee, wollen Sie nicht einmal durchfegen? Nein. Wollen Sie nicht durchfegen? Ich kann nicht mehr. Aber Sie müssen doch durchfegen. Nein. Okay, dann haben wir noch ein anderes Zimmer für Sie anzubieten. Der Mr. Potter hat kurzfristig abgesagt. Er hat gesagt, der müsste Herr Wiege fragen, was auch immer das bedeutet. Sie können gerne hier. Das ist Premium. Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Das ist nicht Ihr Ernst. Gucken Sie sich dann an, da fliegen Sie einfach. Mein Gott, da passt. Sie sich so an. Also, können wir wohl Besen bedienen. Also, tut mir leid. Nee, ich möchte mein Geld zurück. Sie haben 16 Cent bezahlt für dieses Zimmer. Stornierungsgebühren sind 80%. Das bedeutet, Sie kriegen ungefähr 13 Cent nicht wieder. Also ich würde mir überlegen. Selbst 5 Cent ist das so. Ihr könnt sich doch eben hier mal zusammenschustern, oder? Was für ein Bett, das ist doch nichts. Also müsst ihr euch hier so anstecken. Nee, ganz ehrlich. Nee, tut mir leid, aber ich gehe mich ja tränken oder so. Alles klar. Ertränkungsgebühren werden wir ihn dann abziehen. Hier ist auch keine Matur dran, also irgendwie kann ich mich nicht mehr tränken lassen. Das funktioniert. Was ist das für eine Kackstadt hier? Das funktioniert alles. Kommen Sie noch ein bisschen zeigen das hier. Hier hat Armatur dran. Mein Gott, machen Sie von hier ab. Ich habe auch kein Werkzeug dabei. Ich wollte doch nur schlagen. Werkzeug, gucken Sie mal an. Ich brauche kein Werkzeug. Ich kann einfach so durchgreifen. Okay. Also, Sie können das Ding einfach abschrauben, nehmen Sie mit nach oben und dann können Sie schlafen. Hier nehmen Sie noch ein paar Vorhänge mit, wenn Sie ein bisschen romantisch haben wollen. Ich weiß ja nicht, was Sie da oben vorhaben. Fegen Sie nochmal durch, überlegen Sie sich das nochmal, gehen Sie mal vor die Tür 5 Minuten, denken Sie nochmal nach. Das ist ein super Zimmer, Sie lassen sich jemand entgehen, das kann ich Ihnen sagen. Also, was gibt es denn morgen zum Frühstück, wenn ich fragen darf? Zum Frühstück? Da kann ich Ihnen sagen, da gibt es ganz normale belegte Brötchen. Haben Sie bestimmt mit was sind die Brötchen belegt? Ja. Mit Brombeeren. Mit Brombeeren? Brombeeren. Wir haben ja draußen unsere Brombeerschraubze. Okay. Wie gesagt, hier ist alles naturbelassen. Ich finde das auch extrem arrogant, wie diese ganzen Stadtmenschen sich so hier bei uns auslassen, wie Sie ja gerade machen. Ja, tut mir leid, aber das ist doch keine Qualität hier. Hier gucken Sie sich nach vorne, das Gebäude ist 300 Jahre alt. Hier geht es ja nur in den Keller runter. Also. Ja, den Keller, den wollte ich eigentlich nicht zeigen, weil ich wollte nicht. Das ist gar nicht der Keller, ne? Aber hier, wenn Sie so unfreundlich sind, dann kann ich Ihnen auch mal in den Keller zeigen. Vielleicht fühlen Sie sich ja da, Bruder. Nicht mal einen Keller habt ihr, glaube ich. Keller? Natürlich auch mal einen Keller. Kommen Sie mit, hier ist der Keller, ich zeige Ihnen das. Das ist eigentlich jetzt mehr oder weniger ein Blick hinter die Kulissen. Ja? Der letzte Besucher, der hat mit euch ein Rad ab und der hat sich gedacht, ich schleiche hier unten rum. Ja. Jetzt gehen wir uns hier, ist die Sicherung rausgedreht. Aber wie gesagt, Strom. Bin ich aber auch gemacht. Was hast du? Heizöllagerung. Wir heizen hier mit Öl. Deswegen ist das hier auch so kuschelig warm. Ist aber nicht so umweltfreundlich. Ach, umweltfreundlich. Sie müssen überlegen. Wir haben nicht gefragt, was ist das für Öl? Das ist Rapsöl. Okay. Hier hat sie die Kanister. Also glaube ich nicht, dass das Ding noch funktioniert, weil hier ist alles ab. Das funktioniert. Hier, gucken Sie sich das an. Sehen Sie, was das ist? Gucken Sie sich das mal vorne an. Wie sieht das aus? Flammenwerfer? Ganz genau. Und hier ist quasi ein Hebel dran, den kann man bedienen. Da kann man hier dran stellen. Und dann kann man die Temperatur einstellen. Und wenn Sie das immer noch nicht mit zufrieden sind, dann haben Sie ja immer noch Ihr Uhrdauer. Da können Sie sogar einstellen, wann die Heizung von alleine ausgeht. Das ist das Neueste vom Neuesten. Hier ist uninteressant, da geht es nur nach draußen. Und jetzt kommen Sie mal mit. Ich habe aber leider noch kein Bett gefunden. Aber wie gesagt, das ist hier ein Blick hinter die Kulissen, den Sie hier bekommen. Der kriegt wirklich einen Hintergang. Und, also den Blick kann man auch... Hier ist ein solides System. Vermeiden. Und normalerweise, Leute, die hier in den Keller reingehen, die werden in der Regel zugebaut. Das kommt nicht wieder raus, wie Sie hier sehen. Wir haben eine Tür, der letzte Gast, der wollte nicht zahlen, der hat irgendwas gesagt, von Stornierungsgebühr 80% ist eine Frechheit. Ne? Ja, komm, nicht mehr raus. Ich habe echt genug gesehen. Ich weiß nicht, wenn ihr das wohl trinkt, aber... Ja, ich muss ja wach bleiben. Nee, also, tut mir leid. Also Sie wollen trotzdem das Zimmer nicht nehmen? Nee, tut mir leid. Also ich, das kann ich am besten mit nachvollziehen. Also ich behalten Sie einfach diese 18 Cent. Ich schlafe im Auto. Ist ja ganz sicher.
Ja, das. Da habe ich vielleicht auch in dem Auto schlafen. Nee, tut mir leid, da ist nicht genug Platz. Ja, das ist, guck mal, da ist bestimmt Platz. Nee, bleiben Sie ruhig mal hier. Nehmen Sie mich mit. Das ist doch alles hier sehr schön, bleiben Sie doch hier. Ja, aber alleine ist das hier auch immer sehr gruselig. Weil ich habe immer sehr viel Angst, müssen Sie wissen. Deswegen auch nur 18 Cent. Ganz genau. Hier gibt es nämlich Zombie-Apokalypsen. Okay. Und, ja. Naja, aber tut mir leid, ich springe jetzt einfach ins Bett und schlaf da. Okay. Ist doch okay. Dann gehe ich jetzt hier nochmal eine Runde scheißen und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Einfahrt. Dankeschön. Alles klar. Ich glaub's ja nicht, ey. Unglaublich, dieser Mensch. Schnell weg hier. Bevor er mich noch auffrisst oder so.